schlau.com präsentiert ein Musical von Frank Nimsgern. Phantasma. Giorgio Phantasma ist der größte Showstar aller Zeiten. Doch ihn umgibt ein schreckliches Geheimnis. Erleben Sie eine musikalische Zeitreise durch das 20. Jahrhundert. Phantasma. Das neue Musical von Frank Nimsgern. Weltpremiere am 7. November 2009 im Saarländischen Staatstheater. Alle Infos unter phantasma-musical.de. Wow. Lieber Frank, erzähl mir mal ein bisschen was und dem Wettermüller vor allem von Phantasma. Phantasma ist eine musikalische Zeitreise. Ich möchte ganz kurz den Prolog erzählen. Alles Weitere muss das Publikum selbst herausfinden nach dem 7. November. Giorgio Phantasma ist der letzte große Superstar, den wir haben. Er gibt sein letztes Konzert und hat in seinem Leben noch niemals ein Interview gegeben und gibt das Exklusivinterview in einer Fernsehshow. Er singt seinen Song und bricht leider zusammen und es scheint, als hätte er einen Herzinfarkt. Er wird auf eine Bahre rausgetragen und es stellt sich heraus, Giorgio Phantasma hat kein Herz und ist somit unsterblich bzw. kann auch gar nicht leben. Der Mann neben mir, und nicht dieser Mann, Mischa Mang, spielt Giorgio Phantasma, ist extra eingeflogen, nun aus der Schweiz. Brenda DeVille, die Reporterin, ist Enolaus, die Sie viele kennen. Mal einen ganz herzlichen Applaus, meine Damen und Herren. Enolaus und Mischa Mang. Frank, jetzt hört sich das Ganze wirklich jetzt so ein bisschen nach der Michael Jackson Story an. Also wenn ich höre, Bahre rausgetragen, bricht auf der Bühne quasi zusammen. Du warst aber schon, also das ist fast unheimlich, aber ihr wart mit dem Stück wesentlich vor Michael Jacksons Tod schon natürlich zugange, ne? Ja, also wir haben das erste Exposé vor 1,5 Jahr geschrieben und damit war Michael Jackson, hatte noch nicht mehr über seine Farewell-Tour gesprochen. Dass es da jetzt Parallelen gibt, hat uns unglaublich erschrocken. Und weil eigentlich ist es genau die Geschichte von was Michael Jackson passiert, ist unser Giorgio Phantasma völlig untastbar, quasi nur noch eine Ikone gewesen, aber nicht fassbar. Bei uns ist natürlich das Folgende, was ich vergessen habe zu erzählen, beziehungsweise nach dem Vorstellen meiner Hauptdarsteller. Giorgio Phantasma erzählt seine Geschichte und es stellt sich heraus, dass er eigentlich in einem ganz anderen Jahrhundert quasi erzählt. Und wir begeben uns nachdem er sagt, es begann 1909 in Paris, öffnet sich die Bühne wieder neu und wir befinden uns quasi 100 Jahre vorher in Paris Place de Bigalle und Giorgio Phantasma tritt dort auf im späteren Moulin Rouge. Und so begeben wir uns jede 30 Minuten, geben wir uns ein neues Zeitalter. 1909 Paris, Place de Bigalle, 1939 Chicago, The Dirty Thirties, 1980 und dann 2009 zurück in Saarbrücken. Also das hört sich nach richtig, also das ist auch eine Herausforderung, durch diese Jahrhunderte oder Jahrzehnte zu reisen. Das ist natürlich musikalisch super toll auch, weil man wird wahrscheinlich die verschiedenen Musikstile zu hören bekommen aus den verschiedenen Zeiten. Ich frage mal da weiter bei der Enyo, die spielt ja die Reporterin, die Phantasma interviewt. Hallo. Du hast ja schon eine ganze Menge Sachen gespielt. In Snow White warst du die Königin, du hast die Brunhild gespielt im Ring. Erzähl uns ein bisschen, was ist das Besondere jetzt an diesem Musical? Was fasziniert dich? Du hast mitgeschrieben daran. Was ist das Schöne? Dass es ein ganz, ganz neues Stück ist, dass es von Grund auf gemacht wird, nichts kopiert oder es hat keine frühe Geschichte, so wie der Ring. Man kennt einigermaßen diese Sage von der Ring. Aber diese Herausforderung, I mean, es war sein Konzept, einfach ein Mann ohne Herz, das auch für immer lebt, so ungefähr. Und wir mussten daraus eine Geschichte aufbauen und basteln. Und das ist eine Riesenherausforderung, verschiedene Charaktere zu produzieren und illuminieren, zum Leben wecken. Meine Rolle als Brenda, ich bin ziemlich verbissen. Und sarkastisch am Anfang. Ich habe kein schönes Leben gehabt. Eigentlich bin ich ein Ex-Pornostar, so wie Michaela Schaffrath. Okay. Überall im Fernsehen. Ex-Gina Wild. Genau.
Und ich habe eine dubiose Vergangenheit und ich bin auch nicht sonderlich glücklich. Aber durch Phantasma und seine Geschichte würde ich auch zu einem ganz anderen Mensch. Das war jetzt der Moment, wo Wettermüller sehr interessiert war an diesem Musical und sich sofort überlegt hat, ob er sich die doch mal angucken möchte. Auf jeden Fall. Aha. Weltpremiere 7. November, richtig? 7. November, ja, hier in diesem großen Gebäude. Wow. In diesem großen. Jetzt will ich noch den Mischa fragen. Du spielst gerade Jesus Christ Superstar und du bist ja jemand, der das Schauspiel und den Gesang wirklich gelernt hat. Erzähl uns doch mal, es gibt so viele junge Menschen, die sagen, Mensch, wir möchten Musik machen, wir möchten auch irgendwas machen, wir haben eine gute Stimme. Was muss man tun, wenn man das machen möchte? Wo muss man hingehen? Ich meine, nicht jeder kann zu Dieter Bohlen. Ich meine, man kann gleich vielleicht irgendwelche Aufnahmeprüfungen besuchen und versuchen, einen Studiengang zu bekommen. Ich habe viel Rockbands gemacht vorher. Ich war sozusagen schon Rocker, bevor das mit dem Musical anfing. Und dann habe ich von diesem Studiengang Musical Show gehört und habe mich da beworben und habe tatsächlich auch einen Platz bekommen. Okay, und jetzt bereitest du dich auf die Rolle vor des Giorgio Phantasma. Das ist nicht mehr lange. Habt ihr schon angefangen zu proben? Seid ihr schon mittendrin? Wir sind gerade unterbrochen worden sozusagen bei den CD-Aufnahmen. Also ich bin gerade bei Frank zu Hause in seinem Studio und wir nehmen die ersten Songs auf, was sehr spannend ist. Wir gucken noch manchmal, ob die Tonart passt und ob alles im Ausdruck stimmt und so. Es ist eine sehr schöne Arbeit. Frank, wir freuen uns sehr, sehr doll auf Phantasma, Weltpremiere, 7. November hier in Saarbrücken. Wir werden natürlich alle kommen und wenn wir nicht am 7. kommen, kommen wir irgendwann später, aber wir gucken es uns auf jeden Fall an. Wir danken euch, dass ihr hier wärt. Frank, nimm es gern, 7. November, die neue Premiere. Die Weltpremiere des neuen Musicals von ihm, Phantasma. Dankeschön an Mischa Mang, Dankeschön Vielen Dank. An Arne Laus. Ciao, ciao. Dass ihr da wart. Dankeschön, wir freuen uns auf euch. Schlau.com präsentiert ein Musical von Frank Nimsgern. Phantasma. Giorgio Phantasma ist der größte Showstar aller Zeiten. Doch ihn umgibt ein schreckliches Geheimnis. Erleben Sie eine musikalische Zeitreise durch das 20. Jahrhundert. Phantasma. Das neue Musical von Frank Nimsgern. Weltpremiere am 7. November 2009 im Saarländischen Staatstheater. Alle Infos unter phantasma-musical.de.